So Leute, willkommen zum neuen Video auf meinem Hauptkanal, also Max, ja heißt er. Also Max heißt er, nicht Max, ja, sondern einfach Max. Heute wollte ich euch diese Schrauben vorstellen. Und zwar, ja, ihr seht schon, die Schrauben sind von Bauhaus. Und das stimmt ja auch. Und zwar, das sind solche, das sind Zylinderschrauben. Ich zeige euch mal, wie sie aussehen, aber die sind jetzt nicht unbedingt für Zylinder gedacht. Die kann man auch irgendwo für was anderes benutzen, zum Beispiel was auch mit M5 Gewinde befestigt sein muss oder ja, und so welche Sachen halt. Hier steht da noch das drauf, wenn man es erkennt. Ich kurz noch ein bisschen, was erkennt man nicht, will nicht, aber naja. Doch jetzt. Also da steht SAI, oben SAI und dann unten steht da A110 oder so. Ja, hier könnt ihr mal lesen. Warum habe ich was Rotes in meinen Fingern? Keine Ahnung. Vielleicht wegen Farbe, aber ja, keine Ahnung. So. Hier ist gerade richtig scharf. So sieht das aus. Mal kurz die Farbe von meinen Fingern abkriegen. Egal. Ja, also das ist so ein Imbus, wie ihr seht. Imbus. Ich kann euch leider nicht die Größe von der Schraube oder auch nicht vom Imbus nennen. Aber vielleicht steht es noch hier auf der Verpackung. Mal sehen. Auf jeden Fall sieht sie so aus. Das ist wie gesagt ein 5 Gewinde. 6er, nee, 5er Kopf, glaube ich. Oder 6er, keine Ahnung. Und ja, hier ist halt keine Spitze. Einfach so glatt. Und ich guck mal jetzt, was die Länge ist, wenn es hier drauf steht. Also hier steht nicht die Länge drauf, aber hier steht auch ein bisschen was. Und zwar, ich tue am besten die Schrauben komplett raus. Wegen, dann kennt man das besser. Hier, made for Barhack AG Gutenbergstraße 21 halt, ja, 68167 Mannheim. Okay, daher kommen anscheinend die Bauhaus Ding, keine Ahnung. Hier steht dann noch Seko Schrei Schreien 6er, ja, A4 und dann noch so Teile halt, Neuwied, das ist halt ein Neuwied, der Bauhaus, wo man war, ja, der Bauhaus war in Neuwied. Hier sind halt so viele Schrauben, es sind da 7 Schrauben oder so drin. Ich glaube schon 7. Ja, so sehen die halt aus. Die sind halt so rostgestützt, glaube ich, wie es aussieht. Ja. Ich glaube, das sollte. Junge, die sind alle, gerade fast alle, durch diesen Loch hier gefallen. Durch diesen Trageloch hier. Warum? Ja. Ich muss sie so richtig einstecken. So. Und einpacken. Das war's auch. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.